Ein Geldbetrag von anfangs 600 € wächst jedes Jahr um 8%. Nach einem Jahr hat er somit den Wert 600 mal 1,08, nach 2 Jahren 600 mal 1,08 hoch 2, nach x Jahren den Wert 600 mal 1,08 hoch x. Wir berechnen, nach wie vielen Jahren dieser Geldbetrag auf 3.000 € angewachsen ist. Dazu lösen wir diese Gleichung numerisch und erhalten, dass dieser Geldbetrag nach rund 21 Jahren den Wert von 3.000 € erreicht hat.